schlitz doch mal schnell ins Pinguin Nachschub holen, okay? Willst du wirklich noch länger auf ihn warten? Wo ist denn Eva? Ach, wenn du dieses humorlose Etwas meinst, die ist weg. Ich will nicht sagen, dass bei den Edels was nicht stimmt, aber das mit der Hochzeit, das ging ganz schön fix. Hochzeit kam wohl recht überraschend. Wie lange kannten sich die beiden denn schon? Wieso fragen Sie das alles? Sie werden verdächtig, eine Scheinehe zu führen. Wir sehen uns an diesem Termin. Aber Englisch hat dir doch immer relativ viel Spaß gemacht. Warum hast du nichts gesagt? Er hat doch immer so viel zu tun. Wenn ich ihm ein paar Patienten abnehme, dann hätte er erst einmal mehr Zeit für Patrick. Wenn Sie glauben, dass ich mir alle wichtigen Patienten wegnehmen lasse, nur weil Sie mich wegen dieser Nierengeschichte für unfähig halten, dann haben Sie sich geirrt. Lukas, beruhigen Sie sich. Und ich habe gedacht, Sie würden mich respektieren. I have a dream and I feel we have the power to believe. See what will be. Send a message from your heart. We will never be apart. Come together, friends forever. Together we are strong, and the party's going on. Come together, friends forever. And when we fight, we're sometimes right and sometimes wrong, but we all will be united. Come together. Was ist denn passiert? Charlotte hat mir irgendwas von einer alten Bekannten erzählt. Ja, die alte Bekannte war Frau Hoffmeister. Deswegen habe ich dich vorhin auch gesucht. Hoffmeister. Ach, ist das die von der Ausländerbehörde? Ja. Sie hat hier überall herumgeschnüffelt und unsere Nachbarn nach uns befragt. Ach, hier weiß doch keiner was. Trotzdem, jetzt ist bald alles vorbei. Wieso? Sie nehmen uns ins Kreuzverhör. Aha. Und was wollen die da wissen? Alles. Die wollen wissen, ob ich weiß, was du am liebsten isst und ob du weißt, wie ich früher in der Schule war. Wie sollen wir uns das bloß alles merken? Das schaffen wir schon. Oh nein. Was denn? Tamara, du weißt, ich kann nicht lügen. Jetzt erfahren die, dass du mit Socken schläfst. Das ist dumm. Verheiratet sein ist eben ein hartes Stück Arbeit. Du musst nicht nach Russland zurück. Dafür sorge ich. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich mich von Harry entliebe. Was? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich habe gerade beschlossen, Harry zu vergessen. Ist ja eigentlich mal eine gute Idee. Er ist sowieso viel zu alt für dich. So ein Quatsch. Die paar Jahre sind nun wirklich kein Problem. Pams Intrigen sind viel schlimmer. Gegen die komme ich einfach nicht an. Sie will einfach nur mit Harry zusammenbleiben. Ach, und dass sie mich für komplett verrückt erklärt, das findest du okay, ja? Nein. Sie kämpft halt mit ihren Waffen. Ja, und genau darauf habe ich keine Lust mehr. Dann können wir uns ja endlich mal über was anderes unterhalten. Wenn du willst. Ja. Also, in der Schule, da haben wir jetzt so eine Video-AG. Und da mache ich mit, ja, hilfst du mir beim Drehen? Na klar. Klasse. Sag mal, diese Eva, wie ist denn die eigentlich so? Naja, ich hab sie ja gerade erst kennengelernt. Erzähl doch mal ein bisschen was über sie. Ich habe gerade mit Professor Bär gesprochen. Ja, dann weißt du ja schon Bescheid. Ja, aber du nicht. Das ist alles einfach ein Missverständnis. Ich habe das ganz richtig verstanden. Er hält mich für unfähig. Nein, überhaupt nicht. Und warum will er mir dann alle schwierigen Fälle wegnehmen und mich zur Erholung schicken? Du hast es falsch verstanden. Sag mal, kennst du ihn wirklich so schlecht? Du hast mal gesagt, er ist sowas wie ein Vater für dich. Ja, das habe ich gesagt. Sonst hätte ich ihm ja wohl auch kaum erzählt, dass meinetwegen ein Mädchen gestorben ist. Lukas. Ich habe bei der Organentnahme gezögert. Sonst hätte sie mit der Niere des Mannes weiterleben können. Das war ein Fehler, Bär davon zu erzählen. Jetzt vertraut er mir nicht mehr. Nein, das war es nicht. Im Gegenteil. Und was soll dann diese lächerliche Idee mit der Fortbildung in Hannover? Kannst du mir das erklären? Ich habe ihm erzählt, dass wir wegen Patrick ein bisschen kürzer treten müssen. Ja, und? Naja, und er wollte dich unbedingt nach Hannover schicken.
sozusagen als Dank für deine Aufrichtigkeit. Was? Ja. Weil er wusste, dass du wenig Zeit hast, wollte er dir eben ein paar Patienten abnehmen. Es war nett gemeint. Das habe ich ganz anders verstanden. Ja, da ist dann wohl eine Entschuldigung fällig. Fürchte ich auch. Er war ziemlich sauer. Aber wenn du sie eigentlich gar nicht kennst, dann verstehe ich nicht, warum du sie ganz allein in deinem Zimmer lässt. Na, irgendwie muss sie doch die Zeit rumbekommen. Worauf hat sie denn gewartet? Auf einen Arzttermin. Bei euch drüben in der Praxis. Ja, aber da gibt's doch Wartezimmer. Aber das ist doch langweilig. Und sie hat sich drüber gefreut, dass ich mich um sie gekümmert habe. Und? Was hat sie? Keine Ahnung. Na, so schlimm kann's ja nicht sein, wenn sie noch in der Gegend rumläuft. Sag mal, findest du sie nicht auch irgendwie ein bisschen komisch? Ja, sie ist schon seltsam. Sie ist so schüchtern. Ganz anders als du. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, warum sie schon wieder so plötzlich abgehauen ist. Und dein Lieblingstier? Warte mal. Pinguin. Bingo. Und deins? Warte mal. Schwan? 100 Punkte. Das klappt doch schon prima. Achso, dein Lieblingsmaler? El Greco. Du bist aber ziemlich finster, hm? Findest du? Geschmackssache. Und deine? Diego Rivera hat die Eroberung Mexikos gemalt. Wirklich toll. Warst du schon mal in Mexiko? Nun, vor ein paar Jahren. Da habe ich das Rezept her. Dann hoffe ich, dass ich das jetzt richtig hinbekommen habe. Mal probieren, ne? Prost. Prost. Da warst du drin. Mann! Ich glaube, ich sollte lieber auf Krimsekt umsteigen. Ja, das könnte ich mir in jedem Fall besser merken. Was macht ihr denn so früh hier? Doppelte Buchführung. Fürs Tanzstudio? Ja. Willst du mal kosten? Ja, schon lecker aus. Armer Lieblingsdrink. Oh. Endlich mal nicht so fahles Zeug. Was ist da drin? Also, da muss ich erst noch mal nachgucken. Doppelte Prüfung. Da habe ich schon mal von gehört, aber ich weiß noch immer nicht, was das ist. Vielleicht kannst du mir bei dieser Gelegenheit noch mal erzählen, was es ist. Gibt's was Neues? Nur gute Nachrichten. Ihr Zustand hat sich stabilisiert. Die Werte sind deutlich besser als vor der regelmäßigen Dialyse. Das sind die besten Voraussetzungen, um die Wartezeit auf eine Spenderniere zu überbrücken. Es tut mir leid, dass Sie so oft hierher kommen müssen. Sie brauchen mehr Ablenkung, Kontakt zu jungen Leuten in Ihrem Alter. Ich gehe den Leuten ja doch bloß auf die Nerven. Aber wie kommen Sie denn darauf? Ich bin bestimmt nicht sehr unterhaltsam. Wer hat schon Lust auf jemanden, der ständig aufpassen muss, was er trinkt oder isst? Ich kann doch noch nicht mal was spielen, was mich körperlich irgendwie anstrengt. Darauf müssen Ihre Freunde Rücksicht nehmen. Wissen die denn, dass Sie krank sind? Ich will nicht, dass jemand davon erfährt. Aber Ihre Freunde könnten Sie dann bestimmt besser verstehen. Ich weiß nicht. Die haben dann ja doch bloß Mitleid mit mir. Das will ich nicht. Haben Sie nicht mit Fritz geredet? Aus dem Café? Ich kann mir vorstellen, dass er sehr verständnisvoll reagieren würde. Reden Sie mit ihm. Das wird Ihnen sicher gut tun. And action! Hey, nicht so schnell, du läufst mir auf dem Bild. War das Thema nochmal? Arbeit. Hättest du doch mich im Pinguin filmen können, oder? Das sollte doch mal richtige Arbeit aussehen. So wie das. Herr Claro, könnten Sie unseren Zuschauern bitte erklären, was Sie da gerade machen? Keine Zeit für Faxen. Ich muss arbeiten. Naja, wenigstens hat das Thema genannt. Lass doch den Alten. Versuchen wir es mal bei ihr. Frau Claro, dürften wir Sie bei der Arbeit filmen, bis für die Schule? Kinder, ich mache ja nun wirklich nichts Besonderes. Frau Claro, was halten Sie von
Rentenansprüchen von Hausfrauen. Wer soll das bezahlen? Ihr Mann natürlich. Tja, mein Mann ist meine Rente. Das hoffe ich jedenfalls. Eva! Sag mal, ich habe mich gewundert, wo du gesteckt hast. Wo warst du denn gestern? Tut mir leid. Ich musste nach Hause. Aha. Ich habe ein paar tolle Videos besorgt. Die könnten wir uns doch zusammen anschauen, oder? Ja, gerne. Vielen Dank. Das ist schlechte Laune. Die hat mir gerade noch gefehlt. Sag mal, wolltest du mich nicht noch zu einem Drink einladen? Na klar. Kommst du mit? Setzen Sie sich. Danke. Ich habe mit Heike gesprochen. Sie hat mir alles erklärt. Dann ist dieses Missverständnis ja aus der Welt. Ja. Bitte verstehen Sie mich. Ich habe mich bevormundet gefühlt. Ich habe gedacht, Sie vertrauen mir nicht mehr. Es tut mir leid, dass ich gleich so in die Luft gegangen bin, aber ich bin leider etwas impulsiv. Das habe ich gemerkt. Ich werde versuchen, mich in Zukunft besser zu beherrschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ihnen das gelingt. Was meinen Sie damit? Lukas, ich glaube, Sie haben Ihr traumatisches Erlebnis in Tübingen tatsächlich noch nicht verarbeitet. Ja, aber... Ihre Weigerung, Frau Sanders zu behandeln, habe ich bisher akzeptiert und respektiert. Aber Ihre Reaktion auf dieses Missverständnis stand in keinem Verhältnis. Sie haben noch nicht genügend Abstand gewonnen. Und das kann sich auf die Behandlung anderer Patienten auswirken. Was heißt das jetzt? Ich würde Ihnen gern vertrauen. Aber ich sehe mich im Moment nicht in der Lage dazu. Ja, unter diesen Umständen verstehen Sie wohl, wenn ich nicht nach Hannover fahren kann. Wie Sie meinen. Dann werde ich Bruno fragen. Ihren Wagen können Sie morgen abholen. So gegen 12. Bis morgen. Wiedersehen. Tschüss, Wiederschauen. Ah, da ist ja das junge Glück. Na? Wie lief's bei der Befragung? Macht Ihnen wohl Spaß, die Ausländerbehörde aufs Kreuz zu legen? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Und überhaupt, seit wann interessieren Sie sich für Ihre Nachbarn? Seitdem Sie hier Ausländer illegal festsetzen und uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Sicher. Meine Frau beabsichtigt natürlich auch, Ihnen Ihre Werkstatt wegzunehmen. Und von Ihrer zweiten Karriere als Ballettlehrer habe ich auch schon gehört. Liebling, müssen wir noch was einkaufen? Schon alles besorgt, Schatz. Spaghetti mit Lachssoße, dein Lieblingsessen. Ich dachte, dass ich nicht lache. Alles abgesprochen und auswendig gelernt. Kümmer dich nicht um ihn. Damit kommen Sie nie durch. Bei der nächsten Befragung fliegt alles auf, das schwöre ich Ihnen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ralf, ich gehe noch mal in die Markthalle. Es gibt Gemüseeintopf. Ich bin doch kein Karnickel. Wie oft soll ich denn noch sagen, ich will Fleisch auf dem Teller haben? Tja, vielleicht sollten Sie sich ein bisschen besser absprechen. Hilft ungemein in der Ehe. Ja, mach ich gleich im sterbenden Schwan, du. Warum bist du gestern wirklich abgehauen? Ich meine, das war doch nur eine Ausrede von, oder? Also, was war los? Deine Freundin mag mich nicht. Welche Freundin? Ach, Bini. Sie ist nicht meine Freundin. Nein? Wir sind Kumpels. So. Ich glaube nicht, dass sie dich nicht mag. Also, sie ist echt nett. Wollen wir nicht helfen? Gute Idee. Verbinden Sie die Line-In-Buchse und die Line-Out-Buchse. Ich kapiere das nicht. Sag mal, habt ihr ein Skatkabel da oder so? Ich habe keine Idee, I don't know. Hey, du machst es doch mal alles kaputt. Lass Fritz das lieber machen. Wow, hast du das hingekriegt? Das ist super. Ja, dann kann die Show ja losgehen. Setzt euch. Ach, nichts weiter. Ich will es trotzdem noch mal hören. Wozu denn? Die Stelle danach ist doch schnell weg. Ich will es auch noch mal hören. Oh nein, Miss schlechte Laune, die hat mir gerade noch gefehlt. Sag mal, spinnst du?
Nicht mal der Klado ist drauf reingefallen. Und wenn der schon was merkt, was sollen wir dann erst der Ausländerbehörde erzählen? Also eins ist sicher, mit Lieblingsfarbe und Lieblingsessen kommen wir nicht weit. Das kann nun wirklich jeder auswendig lernen. Weißt du, wir müssten irgendwas Eigenes erzählen, was Individuelles. So. Frau Hofmeister hat mich gefragt, wo ich dich kennengelernt habe. Na, das wär's doch. Wir müssten sowas erfinden wie eine Liebesgeschichte. Liebesgeschichte? Naja, also, wie wir uns kennengelernt haben, das erste Rendezvous, der erste Kuss. Was hast du denn? Das ist doch gut. Naja, was verstehe ich denn schon von Liebe? Na komm, ich verstehe offensichtlich auch nicht so viel mehr davon. Denk nur an Dimitri. Das ist nicht gerade eine Vorlage für eine Bilderbuchromanze. Gut, dann müssen wir es eben erfinden. Unsere Liebesgeschichte. Ich wusste, dass er sauer ist, aber dass er gleich so ausrastet. Der ist nicht ausgerastet. Ganz im Gegenteil, er schien sehr gefasst. Und er hat wirklich gesagt, er vertraut dir nicht mehr? Ja, und nicht mal aus Wut. Er schien sich die Sache gut überlegt zu haben. Aber du bist doch beliebt bei den Patienten und... Also ich glaube, dass sich das zwischen euch wieder beruhigt. Ich glaube, Bea hat mir nie richtig vertraut. Wie kommst du darauf? Weil er die Sache so hoch spielt. Ich glaube, ich habe unser gutes Verhältnis einfach überschätzt. Ich hätte ihm nie aus Tübingen erzählen dürfen. Ich finde gut, dass du das gemacht hast. Ist auch egal. Ist nicht mehr zu ändern. Wenn ich weiter für Bea arbeiten will, muss ich mir was ausdenken. Ich werde Eva Sanders doch behandeln. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr mir wieder vertrauen wird. Eva ist noch nicht da. Die hockt auf dem Klo und schmollt. Willst du dich nicht bei ihr entschuldigen? Wieso ich? Weil du so fies zu ihr warst. Das war die Wahrheit, ja. Und wenn sie die nicht versteht, dann hat sie ein Problem. Du machst es dir ja ganz schön leicht, was? Sag mal, was findest du eigentlich an der? Sie ist interessant. Ah, interessant. Ja. Diese langweilige Kuh mit ihrem Schmollgesicht? Ich finde sie hübsch. Ist wohl deine neue Flamme, hä? Nein, ganz bestimmt nicht. Sie ist nur so... geheimnisvoll, wie von einem anderen Stern oder ja, so. Ja, schon gut. Können wir auch mal über was anderes reden, als immer nur über Eva, Eva, Eva? Du hast mich doch gefragt. Und was machst du jetzt mit dem Video? Naja, ich wollte zuerst den Rohschnitt machen und es dir dann zeigen. Hast du heute Abend Zeit? Klar habe ich Zeit. Was ist denn los? Tut was weh? Es ist nichts weiter. Ich sehe doch, dass du Schmerzen hast. Was ist mit deinem Bein? Es ist wirklich nichts. Nur ein Krampf. Ich gehe mal eine Runde im Hof. Soll ich mitkommen? Ich kann dich ja in die Praxis bringen. Nein, ich gehe lieber alleine. Geheimnisvoll. Die zieht ja eine Show ab. Dein Mittwochvormittag ist voll. Das sind alles Ultraschallpatientinnen. Ich brauche Mittwoch auch noch zwei Ultraschalltermine. Ja, weiß ich doch. Die habe ich auf den Nachmittag gelegt. Kann ich bitte zu Professor Bär? Ich habe einen Krampf. Ja, aber natürlich, mein Kind. Setzen Sie sich doch. Ich rufe ihn gleich. Herr Professor Bär, kommen Sie bitte an die Rezeption. Frau Sanders braucht Sie. Zeigen Sie mal. Das weh? Ja, so schlimm war es noch nie. Au. Ich werde mir das selbst anschauen. Frau Burkhardt, helfen Sie mir bitte, Frau Sanders in mein Zimmer zu bringen. Sie können das mir überlassen. Bitte. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine Diskussion. Eigentlich ist es für eine blaue Stunde ja noch viel zu früh. Darauf kann ein Dichter keine Rücksicht nehmen. Dichter? Oh. Mhm. Ich habe gar keine Erfahrung als Muse. Was muss ich denn da beachten? Bleib einfach, wie du bist. Genau so schön bist du gewesen, als ich dir zum ersten Mal begegnet bin.
In einer kleinen Kirche in Petersburg. Ich war noch nie in Petersburg. Psst, ich sehe es genau vor mir. Weihrauch? Aus dem Nebel tritt eine geheimnisvolle Schöne auf mich zu. Sie sieht mich an. Genau in mein Herz. Diese Frau ist mein Schicksal. Hey. Was ist denn? Das glaubt uns niemand. Nein? Ich fürchte, für Frau Hofmeister müssen wir uns was Handfesteres ausdenken. Na gut, dann bist du jetzt dran. Also. Sommer? Ein staubiger Bahnhof. Es ist heiß. Ich bin gerade mit dem Zug angekommen. Menschen hasten an mir vorbei. Auf mich wartet niemand. Du Arme. Psst. Du hast gerade am Kiosk eine Zeitung gekauft. Und fängst meinen hilflosen Blick auf. Dann fragst du mich, ob du mir etwas helfen kannst. Und schleppst meinen alten Koffer zum Ausgang. So hat alles begonnen. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. War verdammt schwer, das Teil. Lächerlich. Die simuliert doch bloß. Und warum sollte sie das tun? Damit sie alle bedauern. Eva hatte wirklich Schmerzen. Und sie sah ängstlich aus. Das war doch nur ein simpler Wadenkrampf. Und ich glaube, da steckt mehr dahinter. Blödsinn. Und ich krieg schon auch raus, was da los war, ja? Vielleicht kommt sie heute Abend ja vorbei. Und was ist mit mir? Wieso? Na, du hattest doch versprochen, dir heute Abend meinen Rohschnitt anzuschauen. Das kann er noch morgen machen. Du lässt mich doch nicht wegen dieser Schnuppe hängen. Ich bin deine beste Freundin. Ach, das fällt dir aber immer nur ein, wenn du Langeweile hast oder Liebeskummer. Das stimmt doch überhaupt nicht. Oh, ich vergaß. Und wenn du jemand für dein Video AG brauchst. Das muss ich mir echt nicht anhören. Im Gegensatz zu dir hat Eva wirklich Probleme. Charlotte, kann ich bitte mein Video haben? Und was ist mit deiner Kamera? Muss ich die jetzt auch noch mitnehmen, oder was? Wiedersehen. Herr Professor, kann ich Sie bitte kurz sprechen? Bitte. Danke. Warum wollten Sie nicht, dass ich Eva Sanders behandle? Ich sollte mich doch überwinden, es war Ihr Wunsch. Bedeutet es für Sie denn eine Überwindung? Ja, schon, aber wie soll ich Ihnen sonst beweisen, dass Sie mir wieder vertrauen können? Es geht nicht darum, mir etwas zu beweisen. Was meinen Sie? Und es ist sicherlich falsch, eine Patientin dazu benutzen zu wollen. Frau Sanders ist keine Herausforderung für Ihr Ego, sondern ein Mensch. Dann ist Ihre Entscheidung endgültig. Sie werden Frau Sanders nicht behandeln. Du hast mir geholfen, eine Wohnung zu finden. Und dann haben wir Möbel für dich auf dem Flohmarkt gekauft. Ein Messingbett, das hatte ich mir schon immer gewünscht. Du warst stolz auf dein Messingbett. Wir haben es zusammen aufgebaut. Ja, aber dann hat der Lattenrost gefehlt und wir mussten die Matratzen auf dem Boden ausbreiten. Du warst enttäuscht wie ein Kind. Aber dann hast du eine Flasche Rotwein geöffnet, um mich zu trösten. Ich habe dir ein Glas gereicht. Und wir haben uns in die Augen geschaut. So wie jetzt. Und dann?